ich verteilte dieses verbotene Magazin beim CSD. Kennt ihr dieses Magazin? Ich finde, nachdem Trump abgebildet wurde, sollte es verbietet werden. Verbietet ihr den Mann, Alter? Was hat denn der um seine Lippen? Verschmierten Lippenstift oder so, ne? Bro, Bro, das wird mir schon wieder zu viel, Freunde, Alter. Ich merke meinen Puls und so, das... Doing war crimes in Iraq, in Afghanistan and... Was ist er denn für ein ekliger, Bro? Das sind jetzt die toleranten LGBTQ-Community-Members oder was? Die sind jetzt diese toleranten JungsInnen, ne? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, ja? Das Video heißt, ich verteilte dieses verbotene Magazin beim CSD. CSD Hit Out Man, Alter, war glaube ich jetzt gewesen in Berlin oder so, ne? Ketzer der Neuzeit natürlich, kennen wir ja schon. Schöne Grüße gehen raus an Leo, ich hoffe, das klappt bald mit unserem Talk. Und jetzt würde ich sagen... Gehen wir rein in den Peter, oder Freunde? Peter, ey, den Mann, Alter. Und los. Chat, sei ehrlich, ungewohnt mit Oberteil, ne? Barack Obama, Bush, they are people did doing war crimes in Iraq, in Afghanistan and... Was ist er denn für ein ekliger, Bro? Bruder, hast du gesehen, wie der den angeascht hat und so anpustet? Das sind jetzt die toleranten LGBTQ-Community-Members, oder was? Die sind jetzt diese toleranten JungsInnen, ne? Die, die für Menschlichkeit, Liebe und so für alle Minderheiten auf die Straße gehen. Doing war crimes in... Der sieht auch schon sympathisch aus, der Jutzte. ...in Afghanistan... And I don't like that, yeah. So, I'm out. Okay. Also an der Stelle habe ich schon eigentlich wieder genug, Freunde. Da habe ich jetzt eigentlich schon wieder genug, Freunde, ja. Da könnte ich schon fast wieder abschalten, sag ich dir so, wie es ist, ne. Das ist eigentlich schon, das sagt schon alles. Mehr braucht man nicht, oder? Das ist doch... Warnung, es folgen unfassbare Szenen, die für einige Zuschauer verstörend sein könnten. Einer der gefährlichsten YouTuber unserer Zeit, der Ketzer der Neuzeit. Hi, das bin ich. Es auf dem CSD, der größten LGBTQ-Parade der Welt, verkleidet als Zeitungsjunge das verbotenste Magazin des Landes zu verteilen. Es sind Bilder, die einen verkleidet als Zeitungsjunge, okay? Das Blut in den Adern gefrieren lässt, denn sie haben das Potenzial, unsere Demokratie dem Erdboden gleichzumachen und zu dem doch strafrechtlich relevant sein dürften, oder nicht? Meint er das jetzt ernst? Was macht er denn, wenn tatsächlich jemand Interesse an dem Magazin hat? Sorry, wir machen ein YouTube-Video. Kennt ihr dieses Magazin? Okay. Gesicht, aber das Magazin nicht. Nee. Es wurde verboten, dieses Magazin. Das ist ja eine Regierung. Ist kein JungsInnen, ne? So läuft man da rum einfach, oder was? Bro, das überfordert mich gerade ein bisschen. Kritisches Blatt, ihm wird vorgeworfen, radikal und so weiter zu sein. Ich glaube nicht, dass die halt extremistisch sind, aber dennoch wurden sie jetzt verboten. Ist es ein Pro-Kontra-Thema kompakt? Von Trump halte ich generell nicht viel. Und ein Magazin, was Trump unterstützt, sollte das erlaubt sein oder ist es okay, dass es verboten ist? Schwierig. Was sagst du? Ich bin euer Zeitungsausträger hier. Na gut, schönen Tag noch, ne? Also, tschübidü. Ich finde, nachdem Trump abgebildet wurde, sollte es verbietet werden. Verbietet ihr den Mann, Alter? Was hat der um seine Lippen? Verschmierten Lippenstift oder so, ne? Bro, Bro, das wird mir schon wieder zu viel, Freunde, Alter. Ich merke meinen Puls und so, das... Kompakt ist offenkundig nicht das einzige Magazin mit Trump auf dem Cover, aber ebenso ziemlich das einzige, das Trump nicht als den Teufel höchstpersönlich darstellt. Und das meine ich wortwörtlich. Ich meine, schaut euch bitte dieses Spiegelcover an. Der Feuerteufel. Oder auch hier, Trump, der wie ein Komet die Erde zerstört. Trump, der die Erde weggolft. Trump, wie er der Freiheitsstatue den Kopf abschneidet. Trump, der Todesspieler. Trump, der apokalyptische Tsunami. Und natürlich Trump, Mitglied des Kuckucksklan. Naja, wegmachen. Schneidet das weg. Okay, zurück zum Thema. Hab mir gestern den Dings reingezogen. Livestream von Aiden Ross und Trump. Wer hat das gesehen? Crazy, ne? Der hängt einfach im Livestream ab bei Aiden Ross, Bro. Also marketingtechnisch hat der Bruder auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Pressefreiheit in Deutschland. Der Spiegel stellt Trump unter anderem als Kuckucksklan-Mitglied dar, was schlichtweg eine Lüge ist, während... Ach, Spiegel, Mann. Die stellen auch Putin als Hitler und so. Die haben keine Skrupel mehr.
die deutschen Medien teilweise keine Dings, keine Skrupel. Kompakt ihn heroisch abbildet. In der Theorie sollten sowohl Kritik... Bin jetzt auch kein Trump-Fan, ne? Wie ihr wisst, so für mich sind diese ganzen Politiker im Endeffekt nur Marionetten, die von hinten von der Finanzelite gesteuert werden. Aber nichtsdestotrotz kann man schon hervorheben, so wie manche Politiker einfach von den Medien durch den Dreck gerissen werden und andere Politiker so als die Heiligen hingestellt werden. Und wenn du dann mal guckst, was die teilweise getan haben, so, dann nehmen die sich alle nicht viel. So. Meistens alle gleichen Verbrecher, selbes Pack. So. Als auch Unterstützung für Donald Trump durch die Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt sein. Guess what? Oder say what? Wie sagt man? Na egal. In der Praxis jedoch ist das eine Magazin weiter am Kiosk erhältlich, während das andere nur noch auf dem Schreibtisch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu finden ist. Man kann vom Kompaktmagazin halten, was man will. Am Ende sollten Fans wie Kritiker des Magazins Pressefreiheit als kompromisslos betrachten. Wir wollen die... Sehe ich genauso, Digga. Ich hab mir die Jungs innen nicht so richtig reingezogen. Ich weiß nicht genau, über was die geschrieben haben oder nicht, aber Ich bin ein Verfechter von freier Meinungsäußerung, gerade wenn es um Presse geht, Medien geht und so. Ich finde, jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Solange er nicht zu Gewalttaten oder Straftaten generell aufruft, muss jeder ganz normal frei seine Meinung sagen können, ohne damit zu rechnen, irgendwie rechtlich verfolgt zu werden, wenn er nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Und wer nicht dafür ist, der braucht mir gar nicht auch mit irgendeiner Demokratie-Scheiße zu kommen oder so, weil das hat dann damit nichts mehr zu tun. Rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Für Nancy Faeser gilt das Kompaktmagazin aber wie alles heutzutage als extremistisch. Konkrete Belege für diese Behauptung fehlen bislang. Zudem ist ihr Schachzug, die Kompakt GmbH mit Hilfe des Vereinsrechts zu verbieten, auch wirklich abenteuerlich und in einem funktionierenden Rechtsstaat zum Scheitern verurteilt. Wir sind also gespannt auf den kommenden Gerichtsprozess und damit zurück nach Babylon, Berlin. Wenn die Welt... Babylon, Berlin, Digga, fühle ich. Oder die Morgenpost oder wer auch immer jetzt Trump abbildet, sollten sie dann auch verboten werden? Oder wie kann ich das... Verboten nicht, aber ich würde es niemals kaufen. Und ich hoffe, dass alle Leute, die sehen, dass Republikaner irgendwie jemanden abgebildet haben, der nicht die Demokraten unterstützt, dass die das nicht kaufen und nicht unterstützen. Naja, ich bin... Wenn sie verfassungswidrige Sachen sagen, dann hat es halt schon einen Grund so. Aber nur weil sie politische Themen ansprechen, würde ich es jetzt nicht verbieten. Wenn sie jetzt eine Meinung haben, die kritisch gegenüber der Regierung ist, oder sie sagen zum Beispiel, es gibt nur zwei Geschlechter, wäre es noch im Rahmen des Sack... Oh, schwierig, Leo, auf dem CSD, schwierig. Oder... Ja. Das ist ja echt eine Meinung. Ich bin zum Beispiel der Meinung. Könnten wir jetzt noch so Freunde sein oder wäre das schon... Kommt halt drauf an, wie sehr du dann Leute, die nicht der Meinung sind, halt diskriminierst. Oder? Nee, null. Also im Gegenteil, ich probiere mit den Menschen dann in Kontakt zu treten und miteinander zu sprechen. Hey, wir verteilen heute die Zeitung nach dem Motto. Wollen Sie davon eine haben? Warum, wenn ich fragen darf? Weil die gerade verboten wurde und ich mal wissen wollte, was drinsteht. Richtig guter Ansatz. Was geht? TikTok, oder? Ja, genau. Freut mich sehr. Dankeschön, mein Lieber. Auf dem CSD hat der Fans? Das ist eklig, das gefällt mir. Was meinst du mit eklig? Provozieren, ja. Auch mal den Finger in die Wunde, auch mal. Ja, verstehe. Genau. Danke dir, mein Lieber. Danke dir, hau rein. Ja, los. Eine Kompaktzeitung, ich bin der Zeitungsjunge. Nee, okay. Komm weg. Ich dachte, sie sind verboten. Nee. Ja, sind sie mittlerweile. Aber ich feiere deinen YouTube-Kanal. Ey, freut mich. Der hat Fans auf dem CSD, Digga, geil. He's awful, and I don't like that you're giving him the image here. I can... No, put him on the front page. Yeah, and you're putting... This is not a photo that makes him look... Das ist der sympathische Kandidat von vorhin, ne? Der den Leo so super behandelt hat hier. I want a photo of him when he's standing in the wind and his hair... Yeah, that's like, a good one. I can identify with it, because for me it's the same. When the wind is coming, you know, it's a problem. Right, it's like all going like that, yeah. So basically, this magazine that I'm holding in my hand got forbidden in Germany. It's the first time since the 60s, I think, that a magazine, that a newspaper getting not only cancelled, but like really forbidden. Why? Because the government says that they are too far right, basically. And in a democracy, it's not okay. In a democracy, you have freedom of speech. So facts? You're allowed to print this. I think so. And why are they disallowing this? It's not okay. Are they scared? Because Germany is teilweise keine Demokratie, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. So. Like, what are they... Warum ist denn der jetzt auf einmal so sympathisch, Digga? Kommt noch jetzt, sagst du, wa? What are they fearful of?
Like, it's, yeah, it's interesting. I have the opinion that the government in Germany tries to silence the opposition, like the people that are against the government, that have a different opinion. And I don't think that's the way we should handle the opposition. We should talk to each other and find common ground and find truth, basically. Ist aber auch halt eine Sache, wo man auch, also wir haben ja Ernst Wolf mal gesehen. Exactly. Wir haben ja Ernst Wolf mal teilweise, wir haben Ernst Wolf ja mal gesehen, wo der auch erzählt hat, dass er sich vorstellen kann, dass das auch bewusst so gemacht wird, um immer schön so einen Gegner zu haben, weißt du, wie ich meine? Man muss halt dieses ganze politische Spiel mal von einer anderen Perspektive sehen, mal ein bisschen rauszoomen und dann sich mal fragen, okay, welche Sachen werden vielleicht extra so gemacht, damit es so aussieht, als ob es Opposition gibt und Regierende, weißt du, wie ich meine, als ob es da einen Unterschied gibt. Aber hängen die nicht am Ende vielleicht doch alle irgendwo zusammen und spielen uns nur was vor, dass wir denken, dass es sowas wie eine Opposition gibt. So, das ist alles miese Schwurbelei, aber da mal drüber nachdenken, meine lieben Freunde. Maybe they're canceling this because they're portraying him in such a positive light. But is that a reason for forbidding it? Is it? Er hat gerade voll den Ding gehabt, so. Er hat so voll den Ding-Moment gehabt gerade. Ich hab's gecheckt, so. Ich hab's, Bro. Guck mal, wie er sich freut, guck mal. Playing him in such a positive light. But is that a reason for forbidding it? Yo. Is it? I mean, I'd forbid that. Like, that shit. But the point is that the press should be neutral. If this is being forbidden in Germany, and this is a left magazine, this is not the right cover. But it's okay if they are not left, right? In a democracy, there's room for sure. Left and right people, right? So this is a right magazine, yeah. That's being cancelled. Yeah, yeah, definitely, yeah. They're getting forbidden because they're too far right. That's the argument. Okay, oh, okay, this is switched it for me. Okay, yeah, yeah, yeah. I can... Ja, jetzt ja, klar. Klar, wenn die links wären, dann wäre das natürlich eine Sauerei, aber dadurch, dass die eher so auf die rechte Seite tendieren, dann ist das ja totally okay. It's fine. Understand now why that amazing. Yeah. You're a white right-wing cult though, aren't you? Well, I'm right. I'm not I'm right-wing, right, but not far right or radical right. What do you think about Trump's? Oh shit, hat er nicht jetzt gerade zum ersten Mal selber gesagt, dass er rechts ist so? Der hat ja damit immer gespielt, oder? In den Videos, in den Titeln und so, aber ich habe den noch nie selber gehört sagen hören, ich bin rechts. Oh, 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 Leo, jetzt haben die aber Material für dich, mein Jutster. Jetzt haben sie deine Aussage. Legislation and, yeah, and his terms in power. I think the number one reason why I support Trump is because of the conflict in the Middle East. Barack Obama, Bush, they are people did doing war crimes in Iraq, in Afghanistan, and I don't. Bro, Trump hat aber auch gut Attacke gemacht da so, ne? Middle East technisch. Also ja, der hat keinen neuen Krieg angefangen, aber jetzt auch kein Heiliger. Da haben wir uns auch mal ein Video zu reingezogen, aber I know what you mean, bro. Like that, yeah. Yeah. So, mich würde mal Ketzer der Neuzeit Meinung interessieren, das werde ich beim Talk auch ansprechen, falls wir einen Talk machen. Was er sagt zum ganzen Israel-Palästina-Konflikt, so, da hat er nämlich, glaube ich, auch noch nichts zu gesagt, ne? Und da ist ja auch so eine Sache, da bin ich zum Beispiel, wenn ich wieder sehe, dass auch ein Trump da auf Israel-Seite ist natürlich und da nichts gegen sagt, was die gerade mit Palästina anstellen und so, dann merke ich dann an diesen Stellen, merke ich dann auch wieder, okay, das ist auch, weil als amerikanischer Präsident kannst du halt auch einfach nicht sagen, hier Israel macht einen Fehler oder die, so, die sollte man stoppen oder so, geht halt nicht. I'm out. Okay. Yeah. Hey, it was nice meeting you anyways, okay? Yeah. Good job, yeah. Hey, what, du what, machst what, ein gutes Ding, wollte ich sagen. Das ist wirklich irgendwie sinnbildlich für mein Leben. Der eine Typ ascht auf mir ab und pustet mir Rauch ins Gesicht, während gleichzeitig ein Typ mich umarmt und sagt mit seiner Freundesgruppe, ey, du machst gute Arbeit, weiter so. Und wir. Hat er einen Tick gehabt, ne? So ein bisschen. Ich habe erst gedacht, was macht der so für Bewegung, aber ich glaube, der hat einen Tick. Grüße an die Jungs übrigens, Liebe geht zurück. Krass, warum sind so eine Leute auf. Das ist ja crazy. Eurem Freundeskreis, die so ticken wie ihr. Ja, 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 alle, ja, alle. 90%. Ja. Ob Palak oder nicht, Bruder. Ja. Alles. Aber Digga, was das Problem ist, keiner geht so damit um. Weil ihr bist du ein Nazi, bist ein Rassist oder was auch immer. Das ist normales europäisches Denken. Bruder, ich bin Migrant. Ich komme nicht aus diesem Land. Ich bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen. Und Bro, selbst mein Vater sagt, egal was die anderen sagen, lieber du willst ja auf die Stadt. Lieber ich werde abgeschoben, als dass meine Kinder eine schlechte Zukunft haben.
Ja, komm, ich halte mich zurück. Wir sind alle eine Gemeinschaft und wir denken alle dasselbe. Heutzutage wird von den Medien das von uns verlangt, dass wir das nicht so sagen wollen. Aber dieser junge Mann macht das, was Tausende, Hunderttausende Leute denken. Und egal auf wie... Da stimme ich ihm zu. Also er weiß es zu schätzen, dass so ein Leo, so ein Ketzer der Neuzeit einfach... sagt, was er denkt und dafür einsteht und egal, was die Leute dazu sagen, so, weißt du, damals schon bei Corona auch, der war ja auch, so wie ich, deswegen mag ich den auch so, auch wenn ich teilweise anderer Meinung bin, so, weißt du, gerade auch, was das AfD-Thema angeht, aber auch nur, weil ich halt politiktechnisch einfach auch, ja, ich hab da, Bruder, das Thema ist für mich durch, aber dieses, was er gerade sagt, dass der Ketzer der Neuzeit einfach die Themen auf die Straße bringt, worüber die meisten Leute nachdenken und sich auch traut, dann da Statements abzugeben oder die richtigen Fragen zu stellen und so, das muss man einfach zu schätzen wissen in der heutigen Zeit. Weil wie viele YouTuber, wie viele Streamer, wie viele Leute siehst du, die unangenehmen Themen ansprechen? Sei mal ehrlich jetzt. Das kannst du an einer Hand abzählen, gerade bei uns in Deutschland und so. Die meisten Leute sind einfach irgendwelche, ja, ich will denen nicht zu nahe treten oder die irgendwie denken, aber die meisten Leute, die folgen einfach nur dem, was sie sagen dürfen und alles andere, da halten sie einfach ihre Schnauze so, da spielen die einfach mit. Weißt du, es gibt nur noch ganz wenige Leute in Deutschland, die sich trauen, wirklich die Dinge anzusprechen, die viele Leute im Kopf haben und die eventuell auch gegen das Narrativ sind. Und diese Leute muss man eigentlich unterstützen, diese Leute muss man supporten, für diese Leute muss man Liebe da haben. Und deswegen ist es mir auch egal, wenn teilweise von den Leuten Leute eine andere politische Meinung haben oder ein bisschen anders eingestellt sind oder bei ein paar Themen einfach anders denken. Generell einfach stehe ich und mache mich gerade für Leute, die halt sich noch trauen zu sagen, was sie denken. Weil das wird gerade bekämpft und das wird immer weniger in unserem Land auch hier vor allen Dingen so. Und deswegen müssen wir da supporten und müssen da den Leuten zeigen, so, es gibt noch Leute, die gerade sind, es gibt noch Leute, die auch unabhängig jetzt von wie viel Fame die damit oder Geld machen oder so, einfach für was Höheres, Digga, für die Gesellschaft quasi, Dinge aussprechen und dann damit auch da auch mit Konsequenzen zu rechnen haben. So, solche Leute muss man immer unterstützen. So, deswegen liebe ich meine Love Gang. Danke für eure Unterstützung. Ich liebe euch. Migrant oder nicht Migrant, tausende Leute denken genau dasselbe. Ob nüchtern oder nicht nüchtern. Das ist die richtige, ehrliche Meinung. Und jeder, der dieses Land liebt, unterstützt, geht nach einer Verfassung und geht nach einer Richtung. Wenn man nicht zusammen in eine Richtung geht, macht man alles falsch. Zusammen oder gar nicht. Ja. Das ist Demokratie. Einigkeit, Rechten, frei. Ob nüchtern oder nicht, du bist mutig und stabil, nein, mein Lieber. Der Bruder ist da. Interessant, stimmt, aber Meinung haben und darüber reden sind zwei Paar Schuhe. Das soll aber beides erlaubt sein. So, wenn ich eine Meinung habe, muss ich die aussprechen dürfen, sonst bist du doch, in was für einer Schizophrenie willst du denn dann leben? Wisst ihr, wie viele Leute in diesem Land hier leben, die eine Meinung haben, aber sich nicht trauen, diese Meinung zu äußern? Weißt du, was dann automatisch passiert? Du kommst in Krieg mit dir selber, weil du dich nicht traust, deine eigene Meinung zu äußern. Auf einer höheren Ebene, spirituell gesehen, macht es dein Kehlenchakra kaputt. So. Du bist nicht mehr du selbst richtig, wenn du nicht mehr dich traust auszusprechen, was du denkst. Deswegen muss jeder aussprechen können, was er denkt. Und wenn du ein Problem damit hast, dann ist es dein Problem. Solange keinen anderen damit schadet oder irgendwie zu Straftaten oder Gewalttaten oder irgendwas aufruft, so ist alles okay. Jeder muss sagen dürfen, was er denkt. Und wenn du ein Problem damit hast, dann sag was dagegen. Geh in eine Diskussion rein. So, und wenn es deine Gefühle verletzt, dann ist, Bro, so hart es auch klingt, ist es dein Problem. Ist dein Problem. Wenn du nicht stark genug bist, dann musst du an dir selbst arbeiten. Finde ich persönlich. So. Ich kenne auch viele Leute, die eine andere Meinung als ich haben. Und wenn ich ein Problem damit habe, dann mache ich ein Video. Und dann erzähle ich, was ich dazu denke. Und dann kann ich das rauslassen und dann ist alles gut. Weißt du? Geil. Of course. Racist, sexist. Xenophobe. Anti-Semitism. Yeah, Hitler. Basically Hitler. I don't believe any of that, though. That's mainstream media lies. Don't pay attention to that. Wait, I'm the same opinion, my man. Wait. I am mainstream media lies. What's against Trump. I was okay. Just playing with it. That's so cool, basically. Yeah. We want to know. Stark, bro. Das ist krass, dass auf diesen LGBTQ-Demos, auf diesen CSD-Demos auch Jungs innen sind, die relativ based scheinen, so, ne? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, Bro. The people like him or not. This place probably not. No, that's true. Yeah. Digga, er war dann doch pro Trump einfach. Yeah. Wie lustig war das? Ich habe hier ein Kompaktmagazin für Sie. Frisch verboten. Nein? Frisch haben verboten. Umsonst? Nee. Naja. Die ist ja verboten. Die ist geil, Digga. Ist for free. Ich weiß gar nicht, ob ich sie dir geben darf. Aber wie findest du, dass es verboten ist? Das ist jetzt eine Ausgabe über Trump. Und dieses Magazin, Kompakt, wurde jetzt verboten. Demokratisch oder nicht? Du würdest es nehmen? Ich würde es nehmen. Warum denn das? Um zu schauen. Hast du die Dance Moves gesehen von dem Cousin im Hintergrund? Guck mal. Demokratisch oder nicht? Guck mal hier. Du würdest es nehmen? Ich würde es nehmen. Warum? Let's go, Bro. Das. Um zu schauen, was da drin steht. Ne? Also, ich meine, ich weiß ja nicht genau, was da drin steht.
Dann kannst du dir selbst eine Meinung machen. Dann kannst du immer noch das wegschmeißen. Kompaktmagazin sagt jetzt, es gibt nur zwei Geschlechter. Verbieten oder nicht? Naja, ich finde, das ist jetzt noch, also das gehört noch zur Meinung. Das freut mich sehr. Und dann wurde es nochmal spannend. Zwei Männer, ja bitte buchtet mich jetzt nicht ein, falls ich da falsch lag, haben... MännerInnen, Bro. Wegen mir und meiner Satire... Da musst du dich absichern, Majutster. ...Aktion die Polizei geholt. Also jetzt kommt die Polizei tatsächlich. Hi. Ich kann die Situation gern kurz aufklären, falls hier zu Missverständnissen kommt. Machen wir erstmal ohne. Genau. Und zwar... Ich habe mal die Zeit gestoppt. Tatsächlich ging das Gespräch mit dem Polizisten exakt so schnell, wie meinem Team und mir für unsere Arbeit zu spenden. Dafür musst du lediglich den ersten Link in der Beschreibung klicken, dann den Geldbetrag eingeben. Wir sammeln übrigens gerade für einen neuen MacBook Pro für Kater Felix, damit er auch von unterwegs aus die Ketzer-Videos schneiden kann. Dann weiterklicken und uns entweder per Überweisung, Kreditkarte oder PayPal im... Stark, Digga. PayPal hat den Mann, Alter. Was war hier noch? ...in der Heiligen Schrift geschrieben steht. ...und dem Dürftigen. Wir haben die Zeitschrift natürlich nicht verteilt und auch nicht verkauft, denn das ist in dieser Demokratie illegal. Darauf wurden wir auch gerade mal von der Polizei aufmerksam gemacht, hatten aber ein gutes Gespräch. Also wir müssen jetzt nicht aufhören. Alessandro habe ich schon heute 10.000 Mal gesagt. Auf Wiedersehen. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Majutster, Digga. Haben wir uns mal reingezogen hier als Start, als Warm-up hier in dem Stream. Liebe geht raus, ein Ketzer der Neuzeit auf jeden Fall. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Hier auf diesem Kanal gibt es Redefreiheit und Meinungsfreiheit. Also ihr dürft... gerne eure eigene Meinung haben und ihr dürft die sogar hier in die Kommentare reinschreiben. So lieb bin ich zu euch. Macht das bitte gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. So.